Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Klingt ein wenig abgedroschen, ist aber wichtiger denn je. Deshalb haben wir Freien Wähler Alltagskompetenz und Lebensökonomie an Bayerns Schulen seit vergangenem Jahr zum verpflichtenden Unterrichtsbestandteil gemacht. Die entsprechenden Projektwochen und Praxismodule zeigen Wirkung, wie wir in der aktuellen Stunde des Bayerischen Landtags an diesem Donnerstag feststellen werden. Denn immer mehr Schülerinnen und Schüler lernen jetzt unter anderem, wie sie sich gesund ernähren, warum ein Handyvertrag schnell zur Kostenfalle werden kann oder wie man sich bei einem Arbeitgeber richtig bewirbt. Im Zusammenhang mit dem Volksbegehren Artenvielfalt hatten wir 2019 außerdem große Wissensdefizite junger Menschen gerade bei landwirtschaftlichen Themen festgestellt. Wir mussten handeln. Deshalb möchte ich neben Kultusminister Piazzolo auch den Landfrauen des Bayerischen Bauernverbands meine Anerkennung aussprechen. Sie haben uns in diesen wichtigen Anliegen immer unterstützt, eine Unterschriftenaktion gestartet und dabei fast 100.000 Stimmen für das Projekt Alltagskompetenz gesammelt. Herzlichen Dank dafür. Gemeinsam haben wir die Interessenslage der Menschen in Bayern wieder einmal erfolgreich angesprochen. Apropos Landwirtschaft. Die Lage am Fleischmarkt ist aktuell eine Katastrophe und viele Schweinehalter bangen um ihre Existenz. Bereits in der ersten Septemberwoche sind die Ferkelpreise auf ein Rekordtief von 20 Euro gefallen. Und immer mehr Bauern in Bayern steigen aus der Schweinehaltung aus. Es ist klar, dass sofort etwas passieren muss. Deshalb planen wir eine parlamentarische Initiative, um gerade kleinstrukturierten Familienbetrieben rasch helfen zu können. Und schon jetzt freue ich mich auf ein Event am Freitag, das es so vorher noch nie gegeben hat. Die Landtagsfraktion der Freien Wähler aus Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Bayern beraten im Maximilianeum über wichtige Zukunftsfragen, die Deutschland bewegen. Gemeinsam mit meinen Amtskollegen Peter Wieder, Joachim Streit und den weiteren Parlamentariern aus Potsdam sowie Mainz debattieren wir dann über Klimaschutz, Mobilität, Bildung im ländlichen Raum, Kampf der Inflation und vieles mehr. Das verspricht spannend zu werden. Über die Ergebnisse informieren wir euch wie immer auf unserer Homepage unter fw-landtag.de und unseren Social-Media-Kanälen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.